Ausgeruht und gestärkt durch die magischen Flammen des Leuchtfeuers, setzte ich mich wieder in Bewegung und verließ diese Hölle der Untoten. Im kreisrunden Gang der Arena herrschte absolute Stille. Die Trümmer des Tores und die Überreste des Wagens zeugten vom zuvor stattgefundenen Kampf. Als ich diesen unangenehmen Ort endlich verlassen und die schwer beschädigte Hängebrücke erneut sicher überquert hatte, erkundete ich den alten Hain aufs Neue. Hüllen lauerten immer wieder hinter Bäumen und Felsen. Durch ihre einfache Kleidung und die vermummten Gesichter erinnerten sie an Banditen, welche sich hier vielleicht einst niederließen. Untote Räuber womöglich, die mit der Zeit dem Fluch vollständig erlagen. Ich überquerte eine Brücke und erreichte eine Zelle, die von außen verschlossen war. Neben dieser waren einige Leichen zu einem Haufen gestapelt und angezündet worden. Sie brannten lichterloh und ich fragte mich, ob hierfür vielleicht Hüllen oder doch etwas anderes verantwortlich war. Der Riegel der Zelle ließ sich leicht zurückschieben und die Tür daraufhin öffnen. Im Innern saß ein mürrischer Krieger, seelenruhig zwischen den Überresten zweier Skelette. Er stellte sich als Creighton vor und kam wie Lucatiel ebenfalls aus dem Lande Myra. Mehr oder weniger für seine Befreiung dankend, warnte er mich vor einem niederträchtigen Halunken, der ihn in diese Falle gelockt und die Zelle von außen verschlossen hatte. Der Name dieses Gauners war Pate. Ihm war ich ja bereits in der von den Riesen zerstörten Festung begegnet. Creighton schwor seine Rache und zog mit einem unheilvollen Grinsen im Gesicht von dannen. Er machte einen ebenso vertrauenserdrückenden Eindruck wie Pate. Eventuell wäre es besser, diesen Konflikt zwischen den beiden zu meiden. Wie auch immer. Creighton war bereits außer Sichtweite, als ich die Zelle nach einer kurzen Pause wieder verließ. So folgte ich dem Pfad hinter einer weiteren kleinen Brücke, welcher geradewegs zu einem großen Wasserfall und einem alten, steinernen Gebäude führte. Der Durchgang, welcher um das Haus herumführte und den ich eigentlich nehmen wollte, war durch zahlreiche Felsen versperrt. Gerne hätte ich es vermieden, aber mir blieb nun nichts anderes übrig, als das Gebäude über den großzügig ausgebauten Eingangsbereich zu betreten. Zügigen Schrittes lief ich also die wenigen Stufen empor, ging durch die Nebelwand hindurch und blickte dahinter dem Antlitz dreier Kreaturen entgegen. Skelette in feiner Kleidung und mit Kronen bestückt, welche sich von ihren aus Knochen gefertigten Thronen erhoben und zum Angriff übergingen. Das ganze Areal war übersät mit Knochen und Leichen, teilweise zu regelrechten Bergen aufgeschichtet und angezündet, dienten sie als Lichtquelle an diesem ansonsten düsteren Ort. Diese Gerippefürsten waren an sich keine große Herausforderung. Sie nutzten einfache Pyromantie und waren nicht sehr begabt im Umgang mit ihren Waffen. Doch sobald einer von ihnen fiel, erhoben sich plötzlich ganze Gruppen untoter Skelettkrieger. Ein finsterer Zauber womöglich, der jedoch immerhin nur einmal wirkte. Die Skelette blieben liegen, sobald sie einmal besiegt waren. Ich musste mit besonderer Vorsicht kämpfen. Schnell war es passiert, dass die Feinde mich umzingelten. Die hohe Anzahl der Widersacher war ein wahrhaftiges Problem. Ich kämpfte mit vollem Einsatz und nach lichteten sich die Reihen der Skelettkrieger. Als schließlich der letzte Fürst und die darauf folgende letzte Welle an wiederbelebten Kämpfern besiegt war, atmete ich erleichtert und in ziemlicher Erschöpfung auf. Endlich war die Schlacht gewonnen und ich konnte diesen abstoßenden Ort verlassen. Nun befand ich mich auf dem kleinen Durchgang, welchen ich zuvor nicht betreten konnte. Er führte zu einer massiven und aus Eisen sowie Stein gefertigten Brücke. Etwas weiter dahinter fand ich mich schließlich in einer Art Tal wieder. Ein überwiegend kahler Ort. Die wenigen Bäume hier waren abgestorben, längst verwesende Leichname lagen herum. In der Ferne waren einige Windräder und ein großer Turm zu sehen. Die Luft hier war seltsam. Nach nur wenigen Atemzügen wurde mir schlecht, meine Sinne waren getrübt und der Körper begann zu schmerzen. Ich bemerkte eine reizende junge Frau,
eine reisende Erzsteinhändlerin mit dem Namen Chloan. Sie erzählte, dass sie die Suche nach seltenen Steinen an diesen verlassenen Ort gebracht hatte. Weiterhin erwähnte sie, dass der ganze Ort und selbst die Luft hier voller Gift sei, was natürlich einiges erklärte. Meinen zunehmend schlechten Zustand bemerkend, bot sie mir ein paar Kräuter an, welche die Vergiftung neutralisieren konnten. Dankbar nahm ich diese an, und unmittelbar nach der Einnahme kehrten meine Sinne zurück und der Schmerz verflüchtigte sich. Nach einem kurzen, angenehmen Gespräch mit ihr machte ich mich schließlich auf den Weg hinein in das vergiftete Tal, während Chloan hoffentlich einen sichereren Weg einschlug. Der unheilvolle Turm, um dessen Spitze die Krähen kreisten und um den herum zahlreiche Käfige hingen, war mein Ziel.